Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme von Left 2. Ich kann nicht mehr, Dirk, bitte mach du. Ich will nicht mehr. Ja, wir begrüßen euch ganz herzlich zu unserem Let's Play. Wir haben jetzt nach einigen Startschwierigkeiten jetzt doch den vernünftigen Weg. Ich kann nicht mehr. Nein, ich bricht das nicht ab. Das kommt jetzt raus, das ist mir egal. Ich starte jetzt sicher nicht noch eine neue Aufnahme. Ja, okay. Also gut, wir spielen heute die Left 4 Dead 2, genau. Und zwar zu zweit, weil Sokrates den Aufnahmetermin wieder komplett verpeilt hat. Hier ganz wichtig der Aufruf, wir suchen einen vierten Mitspieler. Derkus, Absurdus, Sokrates und eventuell du, wenn du Lust hast. Also, wenn du Lust hast, Left 4 Dead 2 mit uns zu spielen im Let's Play Together, dann schreib mir, Absurdus, bitte eine PN auf YouTube oder schreib mir eine PN auf meinem Blog, muellerquick.at, und ich werde dann ein Testgespräch auf Skype mit dir führen, das ist Voraussetzung. Und wenn du ein gutes Mikro hast, ein halbwegs gutes Mikro und Zeit und Spontanität mitbringst, dass du zufällig am Abend mal aufnehmen kannst und nicht unbedingt um spätestens, also nicht unbedingt um 22 Uhr ins Bett musst, weil es ist gerade 22 Uhr, dann haben wir nicht unbedingt ein Problem damit, dann finden wir sogar sehr gut, dass wir einen vierten Mitspieler haben. Also. Ich würde sagen, starten wir. Ja, dunkler Karneval auf normal, zu zweit und starte, ja bitte. Ja. So. Das ist übrigens unser dritter Aufnahmeversuch. Beim ersten haben wir 3 Missionen gespielt, ohne dass ich gerafft habe, dass mir nach einer Minute die Aufnahme abgeschmiert ist. Das heißt, ich spiele das Spiel jetzt nicht mehr blind, zumindest diese Kampagne nicht. Nicht ganz blind. Und. Aber ich kann euch verraten, dass das Ende cool wird, falls ihr das Spiel nicht kennt. Und. Ja. Ich habe den Wolfgang auch schon richtig heiß drauf gemacht auf das Ende. Hä? Ja. Ja. Jetzt laden wir. Genau. Bist schon fertig? Nein. Ich glaube, das ist das typische Gamer-Gespräch, wenn man am Spielen ist zu zweit und irgendwie irgendwo reinjoint und dann immer die erste Frage, bist du schon fertig? Das war bei uns zumindest bei Call of Duty immer so, ne? Da bin ich sowieso mal der Letzte. Da verpasse ich meistens sogar die erste Runde immer. Na gut, fast fertig. Wird auch Zeit. Fertig. Ich hoffe, diesmal schmiert mir die Aufnahme nicht ab. Werden wir ja mehr. Tut mir leid, war wohl doch nicht so eine gute Idee. Alice, zumindest sind wir aus dem Einkaufszentrum. Ja, ich habe da vorhin die Schrotflinte genommen und habe geschnallt, dass das nicht so gut war. Mensch, als Kind war ich da öfter mal. Toll, und als Erwachsener gehst du dort drauf. Haha. Ja, es reicht wieder, Dirk. Packen wir es an. Zum zweiten Mal. Dritten Mal. Oder? Lade nach! Aufpassen! Lade nach! Lade nach! Ich hab dich mit einem Zombie verwechselt. Ja, du hast mich mit einem Zombie verwechselt. Na genau. Aber ich hab noch gar keine schwarzen Zombies gesehen. Das ist auch ein diskriminierendes Spiel. Es gibt auch keine Kinder-Zombies. Ah. So bei Zombieland, der Film. Kennst du den? Nein, tut mir leid, den kenn ich nicht. Musst du den mal angucken. Das ist so eine Zombie-Komödie. Zombie-Komödie? Mhm. Ah, ich stehe mitten in der Säure.
Ja, ich also wollte gerade verraten, ob das Absicht ist. Also wenn ihr auf Zombie-Filme steht, könnt ihr euch Zombie-Land angucken, der ist lustig. Wenn ihr auf Zombie-Let's Plays steht, dann könnt ihr hier auf meinem Channel bzw. Blog warten, denn da kommt nach Left 4 Dead 2 das nächste Zombie-Spiel. Welches in Deutschland nicht veröffentlicht wird. Muss ich mir das kaufen? Das ist Whispering Oaks. Dirk? Mhm. Du bist Deutscher. Ja. Das Spiel wird in Deutschland nicht veröffentlicht. Kann ich mir das nicht trotzdem kaufen? Im Ausland oder so? Ja, Amazon Österreich. Also okay. Es gab ja schon mal das Gespräch irgendwo von mir und dir, dass ich da eben Dead Island Let's Playen möchte. Mal schauen, wie es wird, mal schauen, ob es mir dann wirklich leiste. Musst du erstmal gucken, ob du überhaupt so auf Zombie-Filme stehst. Dein Eindruck von dem Left 4 Dead jetzt. Mein Eindruck von Left 4 Dead ist, ja. Meinst du, wirklich ist das ja jetzt nicht so? Nein, es ist Left 4 Dead, dafür habe ich ehrlich gesagt irgendwie so eine Art gemischte Gefühle. Danke! Einerseits ist es cool, weil man eben diesen Überlebenstrip mehr oder weniger hat. Andererseits wird es dann irgendwo langweilig, weil man dann immer irgendwie durch dieselben Horden rennt, die immer gleich aussehen. Kommen hoch! Wollte ich nochmal erwähnt haben. Ah, ich wollte das Auto mal anschießen. Du schießt das Auto nicht wieder an, verdammt! Okay, ich schieß das Auto nicht an, aber das da. Wie, die Fenster blinken doch. Da ist noch eine Alarmanlage dran. Vergiss es. Nee, ich geh da jetzt. Entdeckung! Lade mal! Der Kuss hat den mal jetzt aufgelegt. Ich hasse dich. Erinnerst du dich an meine Worte? Nein. Sollte ich? Gesagt, ich schieß das Auto nicht an. Ich hab ja auch das andere Auto angeschossen. Oh mein Gott. Seitdem frage ich mich echt, was du in der Birne hast, Alter. Die ganze Horde hätten uns ersparen können. Aber nein, der Herr muss das Auto unbedingt anschießen. Ich mag halt gerne Autos. Das ist richtig cool, wenn du hier an der Waffenquelle stehst. Wenn die Muni leer ist, wechselst du einfach, hebst du wieder eine nächste Waffe auf. Das habe ich gebraucht. Ja, danke. Lade nach! Bitterfeed! Oh, nicht schlecht. Lade nach! Wie kann man reinzoomen? Also mit dem Ausdruck kannst du reinzoomen, wie kann ich weiter reinzoomen? Geht glaube ich gar nicht, oder? Irgendwie ging eine zweite Zoom-Stufe, das weiß ich noch. Nehm Splittergranaten. Ich packe hier jetzt Sprenggranaten-Dingens ein. Defibrillator. Ihr könnt hier runterkommen. Hallo? Ja, Entschuldigung, ich war gerade leicht abgelenkt. Ich habe hier einen kleinen Besucher in meinem Zimmer. Achso. Arbeitszimmer, Aufnahmezimmer. Hier sind Sprengladungen, habe ich hier aufgestellt. Und ober dir ist ein Boomer. Ja, macht nix. Kann er ja. Wo denn? Ah, ja. Hinter dir. Hast du das Katana gestohlen, oder? Ja, Kettensäge. Oh mein Gott. Oh ja.
Ja, Kettensäge ist stärker wie sein scheiß Arm. Ich hab mit meinem Sniper Sprengexplosionen, das wird jetzt lustig. Mit einem Scharfschützengewehr. Ja. Schnapp mir einen Schuss! Jetzt klaust du mir mein Schmerzmittel. Mein Adrenalin. Ich hab extra meine Schmerzpillen geschluckt. Adrenalinschuss! Alter, was soll man eigentlich? Sondern eigentlich in dieser Stadt denken, ja, überall liegt Adrenalin und Schmerzmittel, dass die alle abhängig sind. Dirk, das ja. ist eine Filmproduktion. Das weißt du genauso gut wie ich, dass das eine Filmproduktion ist. Das heißt auch am Schluss immer von den Credits, während diesen Filmproduktionen sind so viele Credits verletzt worden. Sind so und so viele Zombies verletzt worden. Irgendwie funzt die Sprengmunition nicht mit dem Sniper. Nö. Nee. Also meine Kettensäge funktioniert. Ja, ho, ho, ho. Oh mein Gott. Hunger. Oh mein Gott. Ach, da seid ihr. Ich hab ein Problem, Dirk. Komm, frische Boomer-Kotze. Auch ich hab die Sprengmunition und lad die ganze Zeit nach. Guck mal, Emo-Zombie. Was? Hinter dir. Siehst du den Zombie hier? Ja. Der ist cool. Warte mal. Na egal. Was ist hier? Ich hatte hier vorher irgendwo einen Katana schon lange zu dem Zeitpunkt. Das hab ich jetzt nicht, das finde ich jetzt uncool. Ja, die Alarmanlage von dem Auto war auch woanders. Ich glaube, die Map wird irgendwie mal so anders regeneriert. So quasi zufällig. Ja. Also mit den Gegenständen, oder? Also die Gegenstände liegen an denselben Orten, nur halt im Magen. Oh mein Gott. Dirk, wenn du kurz stehen bleibst. Halt mal still, ja, was ist denn? Ich versorg dich. Oh, okay. Okay. Weil du einen Defi hast. Sonst würde ich dich natürlich nicht heilen. Ja, weiß ich ja. Ich glaube nämlich, dass ich den Defi bald brauchen kann. Ja, wir kommen ja schon. Nee, hier kommt irgendwo ein Tank. Ach, ich seh ihn. Ja, ich seh ihn. Wow. Oh ja, ich zersäge die. Oh, das war ja nicht so eine gute Idee, mit dem zu sägen. Könntet ihr vielleicht runterkommen? Ja! Rutsch einfach runter. Wir knallen ihn ab. Ich muss doch den Tank erledigen. Wow. Du bist so oben allein, das weißt du. Rutsch. Was? Ja, komm runter, sag ich dir. Nein! Ey, wir kommen dann nicht wieder hoch, glaube ich. Das ist für dich. Ich bräuchte hier mal Hilfe! Ne, wir kommen dann nicht wieder hoch. Leute, das finde ich jetzt uncool. Warte, ich renn schnell durch und dann geht das. Dirk, ich habe 140 Gesundheit, 138, 35, 32. Dirk! Wir können da nicht hoch. Ich brauche Hilfe! Warte. Vielleicht hier so. Nee. Ab einer bestimmten Höhe wird das geblockt. Nö, ich verreck hier oben. So. Ich klemme meinen Bots nach oben.
Tschüss, Dirk. Ich bräuchte Tschüss. Hier mal Hilfe! Hey, ich brauche Hilfe! Ja, jetzt bin ich tot. Drei Gesundheit und vorbei ist es. Sie sind tot. Jetzt kannst du mir zugucken. Ja. Oh. Ja, an alle Zuschauer, die hier gerade zusehen, ihr seht jetzt der Kostüm, mit der Kettensäge immense Monsterhorden brezelt. Und ich ja schon lange tot bin und das jetzt überhaupt nicht cool finde. Hier ist ja schon der Schutzraum. Und das vorhin ohne Aufnahme wesentlich besser gelaufen ist. Da ist nämlich keiner gestorben, da war nicht mal einer annähernd so nah dran. Scheiße, die Bots könnten mir auch mal helfen. Dirk, und du verreckst, haben wir ein Problem. Ja, die Bots stehen beim Schutzraum. Lauf, hinter dir ist gerade frei. Na, ich bin geblockt. Ach ja, Rechtsklick schlagen.